Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2. Im letzten Part haben wir diesen toten Typen hier gefunden, wer auch immer er ist, wir kennen seinen Namen nicht, und ein paar Notizen, die er uns noch hinterlassen hat, wo er meinte, er hätte die Dämonen gesehen, die von Licht und Geräuschen stark angezogen werden. Naja, wir sehen diese Dämonen, wenn man sie denn so nennen will, ja auch. Aber dafür gibt es eine Erklärung, warum manche Leute sie sehen und manche nicht. Denn er hat ja auch geschrieben, dass sein bester Freund sie nicht gesehen hat, diese Dämonen. Tja. Ich glaube, ich habe es ja bereits mal in Silent Hill 3 erwähnt gehabt, dass halt jedes Monster eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Guck's auf den Käfer, ich weiß das wohl, James. Hallo, weißer Van. Hi. Ich habe den Schlüssel zum Apartment. Ey, seht euch mal den Typen an. Kann ich dich nicht nochmal angucken? Schade, anscheinend nicht. Oder von der Seite vielleicht noch? Nee. Aber sonst spult nochmal eben kurz zurück und seht euch den Typ nochmal an, denn der Typ sieht echt genauso aus wie James. Gleiche Haare, gleiche Jacke, gleiche Hose. Ist mir eben so aufgefallen. Und wir werden im Spiel noch mehrere Leichen finden, die genauso aussehen wie James. Welche Bedeutung das hat, werden wir noch im Laufe des Spiels herausfinden. So, warum ich einen Bogen um die Autos mache, zeige ich euch jetzt mal. Genau wegen diesen Erschreckermomenten. Ich hasse es. Ich habe mich beim ersten Mal so erschreckt, ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Das ist so fies. Man denkt an nichts Böses und auf einmal so... Auch hier? Nö, hier guckt er wegen was anderem hin. Warum guckst du hier hin, James? Dann muss hier ja was liegen. Ja, tatsächlich, ein Gesundheitsdrink. Das ist schön. Wahrscheinlich habt ihr den eben schon längst gesehen und dachtet nur so, oh, warum geht's da denn nicht hin? Mensch. Ja, spuck nur. Ist okay. Diese Monster haben übrigens auch eine ganz besondere Bedeutung. Sie stehen gleichzeitig, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für James Schmerz, den er halt erlitten hat. Gehe ich überhaupt gerade richtig? Nee, tue ich nicht. Ich laufe total falsch. Dreh dich um. Ah ja, so ging das, okay. Für James Schmerz, den er hatte, als seine Frau halt krank war und er sie im Krankenhaus jeden Tag besucht hat. Da liegen noch Sachen. Ah, sehr gut. Auch wenn wir die Pistole noch nicht haben. Und gleichzeitig auch für Mary, weil wenn man sich diese Viecher mal ganz genau ansieht, das scheint ja wirklich, als wären sie unter einer Hautschicht gefangen und könnten nicht ausbrechen daraus. Dass sie verzweifelt kämpfen, auszubrechen, aber es einfach nicht schaffen. So, genauso wie Mary ja versucht hat, gegen ihre Krankheit anzukämpfen, aber es einfach nicht geschafft hat. Warte mal. Hier ist das Apartment, aber ich möchte mir die Straßen eigentlich noch gerne ansehen hier. Wenn ich ganz ehrlich bin. Achso, hier gibt es sowieso nichts zu sehen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Und was ist hier so? Hi. Also wie gesagt, wenn ihr euch die mal ansehen wollt, dann guckt mal, bei Google gibt es garantiert ein paar Bilder. Was steht hier? Die Tür, die in Dunkelheit erwacht und sich im Apartment öffnet. Du Scheiß. Ist die Tür nicht offen? Nö, abgeschlossen. Ach, diese Scheißkäfer, die können einen so fertig machen. Geh da bloß rein, ey. Oh. So, hier haben wir erstmal ein bisschen unsere Ruhe. Ah, genau, hier ist dieser Müllschlucker. Müll. Kann ich nicht brauchen. Das ist mir auch klar, dass du den Müll nicht brauchen kannst. Ich wollte nur gucken, ob da schon irgendwas liegt oder nicht. Aber da scheint jetzt noch nichts zu sein. Da scheint jetzt noch nichts zu sein. So, reden schwierig. Aber ich hab's hingekriegt. Hier ist auch noch eine Tür, aber die ist zu, gell?
Genau, die ist abgeschlossen. Aber da kommen wir später raus. So viel kann ich schon mal verraten, das weiß ich noch. Ja, ich weiß, dass ich gerade ein bisschen hier im Zickzack laufe, aber naja, was soll's. So, dann gehen wir mal in dieses wunderschöne, mehr oder weniger wunderschöne Apartment rein. Was gibt's denn hier so Feines? Außer Dunkelheit. Gruselig. Eine Karte. Das ist schön. Ich habe eine Karte des Apartmenthauses. Besser ist das. So, hier vorne müsste noch ein Gesundheitsdrink liegen, oder? Richtig. Was ist doch abgeschlossen? Sieht hier so ein bisschen ähnlich aus im Apartment, wie in dem Apartment, was es auch in Silent Hill Downpour gibt. Da muss ich jetzt gerade irgendwie dran denken. Downpour ist auch ein sehr genialer Teil. Also mit Silent Hill 2 hier zusammen meine absoluten Lieblings-Silent Hill-Teile. Gott, Kamera. Wo gehe ich denn mal zuerst? Am besten hier hin. Wie sieht es denn hier auf der Karte aus? Hier sind zwei Türen. Ne, eigentlich sogar drei. Okay. Aber ich glaube, eine ist davon zugemauert. Kann das sein? Hier ist eine Tür. Die ist abgeschlossen. Genau, da kriegen wir später noch einen Schlüssel für. Und genau, die hier ist nämlich eingemauert, die Tür. Da können wir auch nichts machen. Und die ist auch abgeschlossen. Genau, da kommen wir später auch noch rein. Gut. Frage ist, hat die Tür jetzt auch so markiert, ist das, oh Gott, dass man da nicht durch kann, oder? Nö, da ist einfach nur immer noch grauer Strich, als ob ich das gar nicht kontrolliert hätte. Böse. Halt. Da ist ein Müllschlucker. Irgendein seltsamer Abfall steckt in dem Loch fest. Vielleicht hilft's, wenn ich etwas Schweres von oben drauf fallen lasse. Ach, das hilft ganz gewiss sogar, James. Da bin ich mir ganz sicher. Unheimliche Geräusche hier. Kaputt. 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 Und hier kann ich rein. Gott, die Geräusche hier, ey. Wie es hier auch aussieht, ey, widerlich. Ein Fernsehgerät. Da ist nichts Ungewöhnliches dran. Nee, ist mir klar. Aber ein schöner alter Fernseher, so 60er oder 70er Jahre. Kann ich hier rein? Nee, ist kaputt. Ist hier irgendwas? Nö, scheint nicht so. Aber hier kann ich rein. Sagt er jetzt nichts zu, weil es zu dunkel ist? Das kann er nicht erkennen, der Junge. Eine große Uhr. Es ist zu dunkel, um sie gut sehen zu können. Ja, hilft nichts. Wir müssen erstmal Licht finden hier. Um hier überhaupt irgendwas reißen zu können. Oder sagt er noch was zu den Gitterstäben hier? Hier komme ich nicht durch. Nö, er sagt aber dazu nichts. Gut, gut. Hier ist wieder eine zugemauerte Tür. Hier ist irgendwas und ich höre ein Monster. So, diese Puppe zeige ich euch gleich. Sekunde, erstmal gucken, ob hier was ist im Dunkeln, aber dem scheint nicht so zu sein, oder? Nö, hier liegt gar nichts.
Aber diese Puppe trägt exakt die gleiche Kleidung wie Mary. Hey, hier glitzert was. Yay. Ich weiß auch, was da glitzert, deswegen finde ich das gar nicht mal so schön. Naja, nimm mal. Wow. Genau das hat nämlich geglitzert. Eine Puppe. Eine große Schaufensterpuppe, die uns Aua will. Ach, ist das schön hell hier auf einmal, ne? Jetzt kann ich die Karte vor allem auch ständig lesen, weil sonst würde er manchmal sagen, so, es ist zu dunkel, um die Karte zu lesen. Ich weiß nicht, ich glaube, in diesen Räumen war gar nichts. Aber ich gucke trotzdem mal nach, um sicher zu gehen, weil ich weiß es echt nicht mehr. Hier kann ich ja nicht rein, oder? Nee. Oh, hier kann ich doch rein. Dann konnte ich in die anderen beiden Türen nicht rein. Oh mein Gott, ich sehe vor allem so viel jetzt hier. Mal wissen, was kann ich hier erkennen? Oh, scheiße. Ach, tritt doch zu, James. Wo bist du? Ja, wenn du so nach dem Vieh schlägst, dann kriegst du es auch nicht. Ja, du sollst einen schweren Schlag ausführen. Genau, und jetzt tritt nochmal drauf. Genau. Der Supertritt, wodurch alle Monster sterben. Den können aber auch alle Silent Hill-Charaktere, lustigerweise. So, ist hier irgendwas? Oh ja. Wie er jetzt auch sofort dahin geguckt hat, kaum dass das Licht an war, ne? Ist echt verblüffend. So vorher so, oh, ich sehe nichts. Und jetzt? Hier gibt's nichts zu tun. Er muss also nicht auf Klo. Naja, umso besser für ihn, ne? Was ist denn das hier? Ach, Patronen für die Pistole. Das ist doch schön. Sonst gibt's hier auch, glaube ich, nichts. Bin ich jetzt hier wieder im Hauptraum? Ja, bin ich. War ich jetzt hier schon drin? Ich glaube nicht. Wenn man hier auf schwer spielt, ist hier schon alles voller Monster. Ich glaube sogar auch auf Mitte. Ich weiß es nicht. Also ich habe ja schon mal auf normal gespielt, wie gesagt, aber das ist schon ein Weilchen her. So, Leute, aber ich würde mal sagen, was uns dann hier noch so im Apartment erwarten wird, das zeige ich euch im nächsten Part. Also bis dahin. Bye, bye.